Thick mountains cheer, the valleys far below. Send talk to a steam of a husky as he mushed them through the snow. Where the northern lights are running wild in the land of the midnight sun. Bill Sam McCall was a mighty man in the year of 1901. Where the river is wide and big nuggets they're flying and north to Alaska. We go north, the rush is on. North to Alaska, we go north, the rush is on. George turned to Sam with his gold in his hand. Said, Sam, you're looking as a lonely, lonely man. I'd trade all the gold that's buried in this land for one small band of gold. Mitte August. Peter Werner Wilhelm alias PW vom Fisherman Travel Club aus Zürich und Markus Heine starten zu einer 14-tägigen Rundreise durchs wilde Alaska. Ihr erstes Ziel ist die Sormon Paradise Lodge am Nooshaga River im Süden Alaskas. Dicht über die Tundra und verzweigte Flusssysteme gleitend bringt sie einen Buschflieger von Dillingham ins Lachsparadies bei Eggwalk. Die von der österreichischen Familie Esletz-Bichler liebevoll geführte Lodge liegt direkt am Nooshaga, der zu dieser Jahreszeit vor allem mit einem enormen Silberlachsaufstieg glänzen soll. Schnell lässt man dank der Ruhe und Weite Alaskas sowie der familiären Atmosphäre auf der Lodge den Alltag hinter sich und taucht in die wunderbare Natur ein. Pevi und Markus wollen sich natürlich gleich vom Fischreichtum des Nooshagas überzeugen, sodass die beiden wenig später zusammen mit Sohnemann Stefan und Vater Ernst im Boot sitzen. Weit brauchen sie nicht zu fahren, denn die besten Plätze liegen nahe der Lodge. Direkt am Ufer werden die vier auch gleich von einer Bärenspur begrüßt. Willkommen in der Wildnis. Stefan steigert die Spannung, als er sagt, dass er gestern über 100 Lachse ufernah an sich hat vorbeiziehen sehen. Als er seinen schweren Spinner das zweite Mal auswirft, bekommt er den ersten Biss. Leider hakt er den Fisch nicht, doch dafür hat Vater Ernst auf Anhieb Erfolg. Wieder und wieder schraubt sich der kampfstarke Silberlachs aus dem Wasser. Ein wenig später hält Ernst das erste Silber des Tages in Händen. Die besten Köder zum Silberlachsfang am Nooshagak sind grell gefärbte Spinner, die tief genug laufen müssen. Ganz langsam geführt hagelt es oft Biss auf Biss. Diese Bisse sind knallhart, wahre Attacken. Genauso heftig ist der anschließende Drill. Umso größer ist die Freude, wenn man dann wie Stefan einen Silberbarren von über 10 Pfund bezwungen hat. Silberlachse sind jedoch nicht nur prächtige Kämpfer, sondern auch wahre Gaumenfreuden. Wem läuft bei solch knallig roten, schmackhaften Filets nicht das Wasser im Munde zusammen? In den nächsten Tagen erleben unsere Angler ein Lachsfischen der Extraklasse, das auch vom einsetzenden Hochwasser nicht getrübt wird. Es ist keine Seltenheit, sondern eher die Regel, dass alle Angler gleichzeitig drillen, oft schon beim ersten Wurf. Ein schönes weiblicher Silberlachs. Bringt gute Eier. Der Aufstieg der Silberlachse ist in diesem Jahr so gewaltig, dass selbst Stefan und Ernst von der Masse der Fische überwältigt sind. Seite an Seite ziehen die Salme die Ufer entlang hinauf zu ihren Laichplätzen. Das Durchschnittsgewicht der Fische liegt bei gut 10 Pfund und sogar 20 Pfünder können gefangen werden. Angeln wie vom anderen Stern. Ja, kann man nur sagen, bitte heil. Das ging ja fix, ne? Und der nächste. Jawohl, ist es genauso, ist es doch. Ah, das ist schöner. Wir fischen jetzt gerade mal mit Fischrogen und ist auch sofort mal wieder ein Silberlachs eingestiegen. Ja, was ist denn? Da ist es doch. Ja, Petri, hey. Ja, Petri, dank.
Petri! Petri, heil! Schau mal, die Fische da unten, film das, film das! Schwimm schon! Juhu! Zwei Würfe. Schon wieder ausgesiegt? Nein, zwei Bisse, ja. Ist das ein Tee. 30, 40 Meter hat er schon. Aber den hole ich jetzt. Ja, wie schön. Dritter Wurf. Biss. Und Catch. Zwei Würfe, zwei Fische. Kaum zu glauben. Zweiter Wurf und sofort ein kleiner Silberlachs. Drei Würfe, drei Männer, drei Fische, unglaublich. Eine wahre Geschichte. Also was. Und auf die Fliege beißen sie natürlich auch. Regenbogenforelle aus dem Nujagak. Wunderschön, gute 5 Pfund, gute 60 cm. Genau. Komm hier her. Ja. Ist göttlich. Die kann man hier auffangen. Ah, zweimal versaut. Zweimal. Petri. Petri, Dank. Mann, was soll der Scheiß? Super schöner Fisch. Glücklicher und erfolgreicher Fischer. Ja. Goodbye. Petri. Ja. Die Hauptattraktion des Nujagak sind sicherlich seine Lachse. Wer jedoch die Abwechslung liebt, sollte es unbedingt in den verkrauteten Seitenarmen des verzweigten Flusses probieren. Mitten im Kraut stehen hunderte, wenn nicht gar tausende Hechte, dicht an dicht. Zwar ist ein 80 cm langer Esox schon als Kapital zu bezeichnen, das Angeln auf die grünen Räuber macht jedoch Riesenspaß. Oft legen die Esoxe meterlange Sprints hin, um die an der Oberfläche geführten Popper zu attackieren. Genau. Dann noch mal. Ich weiß nicht. Wieder stark. Komm schon wieder. Start schon wieder. Wäsche doch. Kleiner Popper, echt. Dieses Beißkonzert macht es Pevi und Markus natürlich nicht leichter, sich von der Salmon Paradise Lodge zu verabschieden. Doch mit tollen Erinnerungen im Gepäck fliegen die beiden zurück nach Anchorage.